Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video am 3.7.2020. Ich war ja gestern duschen und morgen kommt die Volkshilfe wieder und das ist auch notwendig, weil die Volkshilfe mir nicht gut die Haare gewaschen hat. Ich nenne jetzt nicht Namen, aber die Haare sind schon wieder komplett fett. Es sieht zwar jetzt nicht so schlimm aus wie beim letzten Mal, aber hier vorne werden sie schon wieder strähnig. Und das nervt mich wahnsinnig. Dass die das nicht können, ist wirklich extrem nervig. Und es kann keiner von denen. Entweder sie nehmen zu viel Shampoo oder zu wenig Wasser oder waschen das Shampoo nicht aus und die Haare sind ständig fett. Es mag auch an meinen Haaren liegen, aber ich weiß nicht, was daran so schwer ist, richtig Haare zu waschen. Und das geht mir mittlerweile so auf den Keks, dass ich schon überlege, ob ich den Verein wechsle. Zur Caritas oder so. Aber da soll es auch nicht besser sein. Und was bringt mir das dann? Aber ja. Heute war Claudia da. Morgen kommt sie auch. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, morgen zu Claudia zu fahren. Vielleicht am Nachmittag für ein, zwei Stunden, aber nicht den ganzen Tag, weil gestern auch die Volkshilfe sehr spät gekommen ist und dann sowieso erst ab Nachmittag Zeit wäre, wenn die erst um 10:30 kommen, weil wir dann schon Mittagessen und das zu stressig wäre. Und meine Mutter ist heute nach Hause gekommen. Und ich möchte auch ein bisschen Zeit mit ihr verbringen. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Aber heute war es ganz entspannt mit Claudia. Wir haben nicht sonderlich viel jetzt geredet. Wir haben meinen Tisch zusammengeräumt und Papiere weggeschmissen und so, die herumgelegen sind. Und uns unterhalten und sind draußen gesessen. Es war von der Temperatur her relativ angenehm. Ich glaube bis 24 Grad oder so. Aber nicht zu heiß. Es soll auch bis September keine 30 Grad kriegen, schon mal 28, 29. Aber es soll bis September kein einziger 30er dabei sein. Und mein Vater stört das total, weil der mag Hitze. Und das letzte Jahr hat es ja bis 34 Grad gehabt. Oder sogar mal 36. Der mag die Hitze und da geht sie mit der Allergie am besten. Aber mir schadet die Hitze mehr, weil ich dann schubgefährdet bin und auch mehr Probleme mit Muskeln und Gelenken habe. Und deswegen bin ich ganz froh, dass es nicht so heiß ansagt bis September. Und dann wird es ja sowieso schon wieder langsam kalt. Es ist zwar schade, dass es nicht richtig heiß ansagt, aber ich glaube 28, 29 Grad reichen eh. Und ob es dann die 30 erreicht oder nicht, ist relativ egal. Vor allem soll es jetzt nächste Woche und übernächste Woche noch sehr instabil bleiben und dann schön bleiben danach. Und
Wir haben den Ausflug zu Claudia jetzt auf später verschoben und werden morgen vielleicht nur ein, zwei Stunden zu ihr fahren. Und ja, wenn überhaupt. Ich habe noch immer etwas Nierenschmerzen und extreme Rückenschmerzen. Und da will ich nicht so lange im Rollstuhl sitzen. Und es war ganz nett mit dir heute, aber ich habe sie dann um 17:30 Uhr nach Hause geschickt und habe gesagt, sie kann bis 18 Uhr schreiben. Das wollte sie nicht, aber sie wollte nur bis 17:30 Uhr schreiben. Aber das ist ihre Sache. Ich hätte ihnen die Möglichkeit gegeben. Und dass ich sie früher nach Hause geschickt habe, lag einfach daran, dass ich jetzt ins Bett wollte. Und es ist aber schon 19:32 Uhr oder 19:37 Uhr. Ich musste am Computer noch was machen und wollte dann bald ins Bett. Und meine Eltern sind jetzt noch ein bisschen draußen. Das finde ich immer etwas unfair, dass sie, nachdem sie mich ins Bett gebracht haben, nochmal rausgehen, aber ja, die hatten sich jetzt auch eine Woche nicht. Und ja, jetzt gerade war es eigentlich ganz schön. Sonst gibt's nicht viel Neues. Ich habe gestern das mit den Bildervorstellungen probiert und bin ja relativ entspannt in den Schlaf gekommen. Und es hat auch besser geklappt als im Spital. Also als bei dem Treffen von Kerstin und mir. Und Meditation ist es ja nicht, aber ich habe mir jetzt ein Video über Meditation und über die Forschung zur Meditation angeguckt. Und es gibt da keine klaren Aussagen dazu, weil die Experimente dazu zu unterschiedlich sind und zu kurzfristig und nicht lange genug. Und deswegen gibt es keine klaren Aussagen, aber dass Meditation unseren Körper und unsere Seele positiv beeinflusst, ist ja eigentlich fast bewiesen oder nicht bewiesen, aber schon bekannt. Und so eine Mischung aus Meditation und dem, was Kerstin mit mir macht, mit den Bildern und so, möchte ich halt jetzt jeden Abend integrieren und schauen, dass ich besser schlafe damit. Aber sonst kann ich meine Erfahrungen noch nicht so teilen, weil ich es noch nicht so lange mache und auch dieses drei positive Dinge am Tag suchen. Gelingt mir nicht immer, aber immer öfter, dass ich einen kurzen Moment daran denke und auch an drei positive Dinge am nächsten Tag, die ich mir vorbereite sozusagen. Und damit schlafe ich schon entspannter, das merke ich. Aber das Einschlafen dauert halt unterschiedlich lang. Gestern war ich bis 10:30 wach und habe dann bis 11 mittags geschlafen. Und morgen muss ich wieder um 8:30 aufstehen, weil die Volkshilfe kommt und muss heute auch früh schlafen. Ich bin auch total müde, was mich irgendwie wundert.
weil ich eh lange geschlafen habe und eigentlich nicht so anstrengend, der Tag nicht so anstrengend war, aber ich bin halt trotzdem total müde und mein Auge hängt auch total. Ich sitze zwar jetzt nicht ideal, aber das ist fast zu. Und ja, also ich merke, dass die Bilderassoziationen, ich kann das Wort nicht aussprechen, Assoziationen schon was bringen und mich entspannt einschlafen lassen und deswegen werde ich sie auch jetzt versuchen täglich anzuwenden, also wenn ich ganz müde bin. Und ich habe gestern noch mehr getrunken, weil ich länger wach war und mein Katheter ist gut durchgespült. Ich konnte heute nicht aufs Klo gehen, obwohl ich mich total voll fühle. Aber das ist halt manchmal so. Dafür bin ich die letzten 5 Tage jeden Tag auf der Toilette gewesen. Und ja, stimmungsmäßig geht's mir relativ gut, ein bisschen eingetrübt, aber eher so abendknickmäßig, wie ich es früher schon öfter hatte und auch im Moment gut kenne. Aber das hebt sich dann nach einer Zeit wieder auf und wird dann wieder besser und ich kann mit der Situation umgehen. Ich bin sie gewöhnt. Also, ja, es geht ganz okay. Dienstag kommt Sonja wieder. Und wir haben noch nichts geplant, aber mal schauen. Im Großen und Ganzen gibt's nicht viel Neues. Und das war auch mein Abendvideo. Ich verabschiede mich. Ciao, eure Ines.